Ja, die Feuerwehr Hamburg ist hier am Abend des Donnerstages nach Hamburg-Waltershofen, die Kurt-Eckelmann-Straße, gerufen worden, weil hier aus bisher ungeklärter Ursache ein LKW mit einem 40-Fuß-Seecontainer im kurvigen Zufahrtsbereich eines Containerterminals umgestürzt ist. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Fahrer aus eigener Kraft aus seinem Führerhaus befreien können und wurde umgehend von den Rettungsdienstkräften hier medizinisch und anschließend auch notärztlich erstversorgt. Nach Abschluss dieser rettungsdienstlichen notärztlichen Maßnahmen wurde die Person mit schweren multiplen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert. Auf diesem LKW, der war mit Holzstämmen beladen, sodass wir hier kein Gefahrgutspiel hatten, traten keine Betriebsstoffe aus, sodass wir hier die Einsatzstelle jetzt erst einmal an die Polizei übergeben und der LKW von einem privaten Bergungsunternehmen im Anschluss geborgen wird.